Wir gehen jetzt erstmal nach Ochsenfurt. Halt, Anschlagbrett, da ist schon wieder was Neues. Da gehen wir da gleich vorbei. Überall nur Gesindel. Hoppla, wir müssen Level up. Gar nichts gesehen. Was tun wir hier rein? Widerstärke? Was sammeln wir alles da? Oder hauen wir noch ein paar Zeichen rein? Erhöht den Überdosis-Stellenwert von 45 auf 80%. Okay. Jedes Element Aluminiums wird von Stufe 1. Bei eigener Vergiftung über 0 wird die Zeit automatisch verlangsamt, wenn der Gegner zu einem Konter ansetzt. Stimmt, wenn wir uns vergiften, dann zieht, sind wir nicht gleich tot, sondern zieht das Leben einfach ab. Okay, was haben wir hier? Das erhöht die maximale Vitalität um 500. Das können wir machen. Jeder leichte Teil der Rüstung erhöht den Schaden kritisch treffen 25% und den Schaden bei schnellen Angriffen 5%. Okay. Fokus. Adrenalinpunkte erhöhen den Waffenschaden und die Zeichenintensität. Jeder Teil mit der Rüstung die Zeichenintensität um 5% und die Ausdauerregulation 5%. Jeder Teil der schweren Rüstung erhöht die maximale Vitalität um 5% und Schaden bei starken Angriffen um 5%. Erhöht die maximal eigene Vergiftung 30 Punkte. Das ist richtig awesome. Dann mache ich jetzt erstmal Leben 500. Ziehen wir da rein. Dann mache ich die Vergiftung. Das zweite rein. Dann machen wir Vitalität Mutagen rein. Und dann machen wir wahrscheinlich eins von denen mit rein, die Techniken. Greifenschule, Katzenschule, Bärenschule. Es gibt drei verschiedene Hexausrüstungen: Katzen, Bären und Sch Greifen. Okay. Okay. Anschlagbrett war. Wollen wir ein bisschen was kippen? Sag euch, wo die Hören wir Spaß? Besser als ohne Jungs. Ob wir mal losziehen und uns die Bestie vorknöpfen? Die Alte vom Schmied? Die mit der Was ist denn dem Alter Keine schlechte Idee. Die hat volle Möpse. Hexer gesucht, der die Monster, die sich Gegend herumtreiben, aufspürt und vernichtet. Finden toll. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Von dem Kreischling. Der verwüstet gerade den Bauern die Stelle. Spinnst du? Haben wir uns hier einen Helden eingefangen? Will der den Pöbel retten? Ah! Wie kann ich... Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig, faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Bequem, stabil und leicht reicht mir völlig. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skelligen Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben, die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann.
Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Alles klar. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellige bin. Lebt wohl. Meisterliche Rüstungsschmied. Alles klar, Mann. Wollte man Krimskrams noch verkaufen? Wie kann ich? Ich würde. So, so. Ach, ich habe gar nichts zu verkaufen. Außer die Schuhe. So. Egal. Handwerk, Handwerk. Ich brauche eigentlich gar nichts. Eigentlich. Okay, das war's eigentlich. Leb wohl. Monster, die sich dort herumtreiben. Verlor sein Haar und wartet jetzt. So, auf zum Ponter. Einmal ist Jörg. Einmal ist Bloede, Jörg. So. Dann geht's mal auf. Mama sagt, wenn ich brav bin, schickt sie mich auf den süßen Pfad. Schon wieder Gude. Halt, Blut vergessen. Wieder in die falsche Richtung. Oh, das hat's gewechselt. Oh Gott, okay. Warte mal schnell. Ah, jetzt hat. Anzeige packt schon wieder. Schnauze cool. Bitte gebe ich dich gar nicht mehr ab. So. Hallöle. Ich brauche einen Waffenschmied. Nimm mich mit. Bitte. Ein scheiß Waffenschmied. Das ist eine Sprungkraft, ja. Meine Freunde. Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Ja, genau. Schön. Lebe, etc. etc. Schön, wenn man Alter, wenn man den Trank hat. Das ist sehr schön. Komm schon. Der Übergang ist gesperrt. Halt! Ja, ich hab den. Meinst du sowas hier? Lass mich mal sehen. Da fehlt ein Siegel, das rote. Nicht möglich. Das Ministerium für Bürgerschutz hat es wieder vergessen. Die kriegen gerade gar nichts auf die Reihe. Kommt vor. Na schön, du kannst durch. Du kannst passieren.
Komisch, dass es offen bleibt, oder? Das ewige Feuer. Muss ich eigentlich dann noch rein? Eigentlich nicht, oder? Wo ist denn die Katzenschulausrüstung eigentlich? Ach, die ist da oben in der Höhle. Nee. Das mache ich nicht. Ja, egal. Ich gehe jetzt erstmal hier durch. Und schau mir die schöne Stadt hier an. Kaum zu glauben, dass Nienke mit Hexerei zu tun hatte. Radovid soll leben. Alte Großmütterchen. Hat sie eine schwarze Katze? Ein Friseur? Wollen wir mal reingehen? Wow! War Bier. Hey, war und ein Bier. Sei gegrüßt, Meister. Was kann ich für dich tun? Hast du Rasiermesser und Schere? Gut, bring mein Äußeres in Ordnung. So. Ich hätte gern eine neue Frisur. Rasiert bis auf den Pferdeschwanz. Ich hoffe... Lang und offen. Das geht ja mal gar nicht. Offen, nicht so lang. Schuchtelfüße. Ich brauche einen Pferdeschwanz. Gerard braucht immer einen Pferdeschwanz. Oh ja. Das ist jetzt mega. Passt überhaupt nicht zu ihm. Schauen wir den schon nochmal an. Den lassen wir. Ah, das könnte jetzt ein bisschen noch länger dauern. Nee, ich brauche ein Bad. Vollbart getrimmt. Schau aus wie der Nikolaus wahrscheinlich. Spussiger Spitz hat mir kurz einen Schnauzbart. Nein, der geht überhaupt nicht. Sympathische Koteletten. Was soll das bedeuten? Nein. Schnur und Unterlippenbart. Das sah ich aus wie Hitler wahrscheinlich. Mein Schatz. Nein, geht auch nicht. Glatt rasiert. Ich glaube, ich lasse den Standardbart. Glaube ich. Vollbart. Ich nehme den hier. Das war der Standard, glaube ich, den wir schon hatten.
Bis dann. Ja, den können wir lassen. So, jetzt müsste ich nur noch ein Spiel erreichen. Lang lebe, etc. etc. Gehen wir erstmal zum Anschlagbrett. Mir ist zum Spein nach diesem Gelage in der Taverne. Okay. Du bist Chase. Anschlagbrett. Und was ist ein Schmied? Ach, schon wieder ein Rüstungsschmied. Hast du was gegen Bauchschmerzen? Stechend. Hier unterm Gürtel. Du wirst ersticken. Versuch es rein von Stahl. Sei gegrüßt. Nanu, ein Hexer. Irgendwas sagt mir, dass ich etwas Interessantes zu tun bekomme. Sieht nicht so aus, als hättest du zu wenig zu tun. Ach das, ein Auftrag der redanischen Armee. Aber Spaß macht mir der nicht. Es ist immer wieder das Gleiche. Erfordert kein Geschick. Willst du dein Handwerksgeschick perfektionieren? Natürlich. Mit dem Handwerk ist es wie mit der Liebe. Verfällt man in einen Trott, kriegt man es erledigt, aber Begeisterung erntet man nicht. Also, hast du irgendwelche Spezialaufträge für mich, damit ich in Form bleibe? Wir reden noch von Rüstungen, richtig? Klar, wovon denn sonst? Okay, dann schauen wir mal. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Schon interessant, was ich hier schon wieder sehe. Meine ist noch besser. Okay, ich du kannst mal die Schnauze halten. Was ist denn eigentlich? Das Xelle, jawohl. Hilft mir sehr viel wenig. Boah, das ist ein Viech, Alter, die Bärenrüstung. Aber wir brauchen halt einfach gar nichts, weil wir eigentlich schon alles haben. Ich bräuchte einen Waffenschmied, da müsste ich nach Novi gerade jetzt marschieren. Ich habe schon wieder kein Geld, ey. Naja. Bis dann. Scheiße, man, kein Waffenschmied. Ich glaube nicht, dass zwei. Alles zu mir! Zu mir! Pass doch auf! Also verpisst. Oh, tut mir leid. Pass doch auf! Was kann ich für dich tun, mein Herr? Ja. Ich könnte mal hier schauen. Da hinten war ich, glaube ich, noch nicht. Die wollten uns kaum über den Grund halten. Und diese Gestalten lassen sie von der Armee. Weiß Haar, hast du meine Waren schon gesehen? Es wurde wieder eine Leiche gefunden. Ausgesaugt, bis auf den letzten Tropfen Blut. Was darf sein, meine Teure? Ein Kompass? Ein Kantenlinial? Besonders gut. Haben Hurensohn Juniors Waffenschmied besucht und Schutzgeld eingesammelt? Die besuchen jeden. Ah, ein Kunde. Bitte, bitte, bitte eine Xelle. Zeig mir doch mal dein Angebot. Bitte. Ja, ist ein Xelle. Endlich. So, jetzt greifen Silberschwert. Das ist das einzige. Boah, die HP ist heftig. Aber jetzt habe ich das hier. Wo kann man denn die Vergleich machen?
Nee, egal. So. Plus 27 Schaden und Bonuserfahrung 20%. Sonst ist nichts drin. Aber wir brauchen das. Stahlwaffe, greifen Silberschwert. Und da die Friedensstifte. Boah. Das ist halt auch ein Viech. Bremer Vorderklinge. Scherbenschwert. Verbessertes Greifen Stahlschwert. Wo steht der Greifen Stahlschwert? Oh, das verbessert haben wir ja auch schon, stimmt ja. Ab Stufe 18. Oh, dieser Stuhl, ey. Ich werde euch bald keinen neuen kaufen. So, jetzt habe ich komplette Greifenausrüstung. Habe ich den schon? Wiedersehen. So, hat sich gelohnt, bei denen reinzuschauen. Wenn ein einzelner Treffer mehr als das Drittel deiner Vitalität kostet, wird ein Quenchschild aktiviert, der gegen den nächsten Angriff schützt. Für starke Gegner ist der gut, ja. Komm, wir machen den jetzt einfach mal. So. Bomben haben wir auch noch zwei. Verbesserter Tanz zwischen der Stern. Passt. Und verbesserter Teufelsbovist. Was brauche ich da nochmal? Nigredo. Da brauche ich einen ersten. Nigredo hab ich doch da. Hornblatt. Und weiße Möwe. Alles klar. Jetzt rüste ich erstmal meine zwei Schwerter aus. Ah. Ich muss die glatt verkaufen. Und die bringen verdammt viel Kohle. Jetzt habe ich wieder 1,4. Passt. Ich habe eine Fackel endlich gefunden. Wiedersehen. So. Fackel. Du bist hier ausgerüstet. Ja, genau. Was tun wir da rein? Auf Vergiften, Betäubung, Zeichen, Adrenalin, Einfrieren. So, gut. Speichern wir schnell kurz. Hat sich gelohnt, hier noch rüber zu schauen, ne? Ach, der ist da? Waffenschmied und da ist der Rüstungsschmied. Streitlustig, wie? Hast du sie gestern schreien hören? Jetzt schauen wir nochmal in die Nebenstadt. Das gleiche wie immer. Was da hinten ist. Deinesgleichen steckt einen an. Mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Du wirst ersticken. Oh, ich glaube, das ist ein Anwesen der aus dem Weg. Oh Mann, ist eine Zauberhütte. Aufgrund der anhaltenden Feindseligkeit wurden alle
Fakultäten der Abteilung Akademie zu Oxford geschlossen und alle Rechte Institut wurde aufgehoben. Die Studenten werden hiermit zu Mitgliedern der Redanischen Armee, mit Ausnahme der Philosophen, der ein körperlicher Zustand für jegliche politische Tätigkeit ungeneigt macht, und Mediziner und Kreuzkinder, die sich umgehen als Feldlazarett zu melden haben. Lang lebe König Radovid. Mann, scheiß auf. Wieder unter deinem Stein. Schon? Langweilt, Graujung? Für Nupfer kann ich da runterspringen. Okay. Hm? So, in Oxford sind wir erst fertig. Lang lebe Radovid! Auftrag Greischling als nächstes. Hm? Oh, das ist eine gute Greisch eigentlich. Sieht ihr das Zeichen? Ach, da ist es. Das ist ein Greenfels. So. Ja. Ja, Freunde, den Greischling-Auftrag, den machen wir beim nächsten Part, denn. Jo. Ich hab heute am einen Tag, glaube ich, ey, da hab ich so mein viel Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht so zurückhaltend. Ich hab nämlich den ganzen Tag nur Witcher gezockt. Und wie ihr wisst, ich nehme ja nicht nur ein Part am Tag auf. Ich spiele ja am Stück ungefähr mal 1,5 Stunden oder 2 Stunden Witcher. Den splitte ich dann und dann rendern und dann separat hochladen auf YouTube. So hier stehen auch die Folgen. Also so mache ich's. Weil über Vegas, so wie ich render, kann ich schön in der Nacht alles rendern. Ja. Und ich habe keinen Zeitverlust. Am Tag, ich spare mir viel Zeit. Also, wir sehen uns im nächsten Part bei Witcher. Dann geht's ein paar Nebenquests und dann geht's auch wahrscheinlich auf die Reuseninsel wieder und in den Sumpf zurück, um den Baron zu helfen bei der Sache mit Anna, seiner Frau. Noch Frau, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann im nächsten Part, liebe Freunde. Hat Spaß gemacht. Haut rein, Freunde. Tschüss. Sehen, dass ich...